versorgen. Heute zeige ich euch, wie ich den Baum pflanze. Also ich habe jetzt einen Baum gekauft, Kuspasbirne. Und ja, Loch habe ich da schon gebuddelt. Und da setzen wir jetzt halt zuerst mal einen Baum rein, um zu gucken, ob das passt. Und dann, ja. So, der sollte auf jeden Fall noch was tiefer. So, also das ist jetzt eigentlich ganz gut, weil der soll so auf Ebene hier sein. Der darf nämlich nicht höher, weil hier ist die erste Veredelungsstelle und der Stamm wurde halt dran gesetzt und hier oben ist die noch eine Veredelungsstelle. Das heißt, hier ist die Birne, die eigentliche Sorte, Puspas, Birne halt, die wurde drauf gesetzt und das hier ist einfach nur ein Stamm und hier, das ist halt das erste Stück und hier ist halt die Veredelungsstelle und das sollte halt nur so weit in die Erde und so steht der eigentlich ganz gut. Ja, jetzt machen wir da noch was zu. Immer auch ein bisschen antreten, damit das wieder fest ist. Dann einfach ganz normal zumachen. So, noch ein bisschen her. So, also jetzt habe ich halt den Baum gepflanzt und in ein Loch, nicht zu tief, nicht zu hoch, dann angetreten die Erde und jetzt kommen hier noch solche Schutznetze drum, damit, wenn hier mal ein Reh aufs Grundstück kommen sollte, der Baum nicht angeknabbert wird oder halt von sonst irgendwelchen Tieren halt, aber hauptsächlich halt ein Reh. Ja, die werden jetzt noch drum gemacht. So, und übereinander gestellt. Und dann war es das eigentlich auch. Ja. Ja, also jetzt haben wir hier den Schutz drum gemacht für, also gegen Reh oder Wild, was da dran beißen möchte, also das wird jetzt noch ordentlich zusammen gemacht mit Draht, weil das hält so nicht, wie es eigentlich soll. Ja. Ja, hier oben, das ist halt das Stück, wo die Birne dran ist und den Rest, da sollte man auch die Äste abmachen, weil sonst ist das halt keine Birne, sondern alles andere. Ja, das war wieder ein Video. Mein Kanal abonnieren, damit ihr auch keine weiteren Videos verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal.